Als Land steht für eine enge historische Entscheidung. Eine neue Verfassung soll an der Chambre gestimmt gehen. An nimmer an der Chambre. Die drei Gambia-Parteien am CSV haben an ihre Wahlprogramme aber versprach, dass den zweiten Wort durch das Volk selber an einem Referendum soll geschehen. Und das ist auch nicht mehr wie normal. Der Konstituent, der Verfassungsgeber, ist Volk, Nation, an der Chambre. Für was gehen die vier Parteien lo wortbrüchig? Weil sie ganz genau wissen, dass Wähler ihrer neuen Verfassung nicht geben zustimmen. Sie benutzen hier zwei Drittel Majorität für eine neue Verfassung durchzubatschen, die ihrer Ideologie gerecht wird, aber sicher nicht dem Lützburger Volkssänger Auffassung entspricht. Nicht nur, dass hier Verfassung zum Teil total inakzeptabel Idee beinhaltet, hier ein Text als auch den von der verpassten Chance. Also Wahlsystem ist endlich reformiert gegangen. Regierungsdecisionen der Krisenzeiten müssten können dem Verfassungsgericht vorgelöst gehen. Überhaupt soll die Möglichkeit, Verfassungsgericht anzurufen, viel mehr offen gehen. Magistratur und Staatsanwaltschaft müsste radikal von ihr getrennt gehen. Direktdemokratie über Referendum müssten um Schweizer Modell angefordert gehen. Und so weiter und so fort. Aber sie fährten alles, sie fährten Volk. Seit ihrem riesigen Eschack 2015, wie bei 80% von den Wählern hingewiesen wird, wo der Bock lacht. Wenn sie stur bleiben, ihr Wahlversprechen brechen, an der Aufstimmungsmaschine an der Chambre benutzen, für ihre Verfassung abzudrängen, bleibt nach Schuss ewig. 25.000 Wähler können ein Referendum über ihren Text erzwingen. Wird ich.